Herzlich willkommen bei Canisius TV, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen. Heute gedenken wir gleich sieben Heiliger, nämlich der sieben Gründer des Servitenordens. Das sind Aussteiger. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. So hat Udo Jürgens einmal gesungen. Und das war auch so das Gefühl dieser Leute, dieser sieben Leute. Drei Punkte. Erstens, sieben auf einen Streich. Alle sieben waren nämlich gut betuchte Kaufleute gewesen, ähnlich wie der heilige Franziskus, der gut 20 Jahre vor ihnen gewirkt hat. Sind sie ebenfalls aus dem bürgerlichen Leben ausgestiegen und gaben auch diese sieben Kaufleute, 1225 war das, ihre Karrieren in Florenz auf, um am Stadtrand draußen gemeinsam zu wohnen und den Ärmsten zu helfen. Ja, was treibt einen wohlhabenden Kaufmann dazu, alles zu verkaufen, alles aufzugeben, um Mönch zu werden? Vielleicht ist es, das ist der zweite Punkt, die Ahnung, Geld ist nicht alles. Viele Menschen verbringen viel Zeit ihres Lebens damit, sich vorzustellen, was sie alles machen würden, wenn sie nur das Geld dazu hätten. Viele Wünsche haben ja zur Bedingung, ich muss das Geld dazu auftreiben. Und so schuftet man, arbeitet man oder rutscht gar auf die schiefe Bahn, um das begehrte Gut zu erhalten oder eben so oft doch nicht zu bekommen, nämlich Geld. Money, money, money makes the world go round. Die sieben Kaufleute, die hatten Geld. Die konnten sich alles kaufen, was das Herz begehrte. Und gerade deshalb hatten sie erfahren, dass man die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht kaufen kann. Man braucht es erst gar nicht versuchen. Drittens, Geld regiert die Welt, auch mich? Fragezeichen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? So fragt Jesus einmal die Menschen. Unsere Tagesheiligen von heute, die sieben Gründer des Servitenordens, die stehen dafür, dass Geld keine wirkliche Erfüllung bringen kann. Und dass es immer wieder Menschen gibt, die aus der Welt aussteigen, um ganz bei Gott einzusteigen. Und das mag vielleicht auch für uns Anlass sein, zu prüfen, ob wir noch das Geld haben oder ob es längst so ist, dass das Geld uns hat. Ich bete. Herr Jesus Christus, immer wieder rufst du Menschen aus dem bürgerlichen Leben heraus in eine besondere Form, dir nachzufolgen, hinein. Wir bitten dich für alle Menschen, die der Faszination des Geldes unterlegen sind und ihr ganzes Leben auf den Erwerb von Besitz ausrichten. Lass sie erkennen, dass die wichtigsten Güter dieser Welt nicht mit Geld zu bezahlen sind. Für alle Menschen, denen der Mut fehlt, die eingefahrenen Gleise zu verlassen, um Neues auszuprobieren, schenke ihnen den Mut, Neuland unter den Flug zu nehmen. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Sterbenden, wir bitten um gefüllte letzte Stunden, um die Kraft zum Loslassen und den Eintritt ins ewige Leben. Herr Jesus Christus, du hast die sieben Gründer des Servitenordens aus der Bürgerlichkeit heraus in deine Nachfolge hineingerufen.
Lass auch uns deinen Ruf in unser Leben nicht überhören. Darum bitten wir durch dich, Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, vielleicht habe ich Sie jetzt auch herausgerufen, vielleicht aus dem Bett oder wo immer Sie jetzt diesen Clip gesehen haben. Vielleicht geht es jetzt los in Ihrem Leben, vielleicht geht es aber jetzt auch erst ins Bett hinein. Ich wünsche Ihnen ein gutes Aussteigen und Einsteigen, je nachdem. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Ich sage Tschüss, bis bald.